Eine gute Übersicht lebt nicht nur von guten Formeln, sondern auch von einer übersichtlichen Gestaltung. Und darum geht es jetzt hier in diesem Video. Ich möchte meine Übersicht über die Benzinpreise so gestalten, dass ich hier noch ein paar Informationen habe. Und wenn die Liste länger wird, ich setze mal hier diese Reihe einfach fort. Ich ziehe das nach unten durch, so ein paar Seiten. Gut, jetzt die Kosten explodieren hier. Dann wird natürlich auch hier, man sieht es beim Scrollen, wird der Kopfzeilenbereich stehen bleiben. Und wenn ich auf Drucken gehe, ich drücke mal Steuerung P, habe ich jetzt zum Beispiel gerade drei Seiten. Und wenn ich mir die anderen Seiten anschaue, wird hier jeweils der Kopfzeilenbereich stehen bleiben. Das heißt, ich kann pro Fahrzeug auch eine mehrseitige Liste pflegen. Also ein paar Dinge hier zur Optik und ein paar Formeln hier für den Kopfbereich. Das mache ich mal rückgängig. So, und das war der Stand, den wir nach dem letzten Video hatten. Ich wechsle auf Erweitert. Da habe ich jetzt hier schon ein paar Texte eingetragen. So, das heißt, hier habe ich eine Tabelle und diese Tabelle hat den klangvollen Namen Tabelle 35. Oh, die habe ich wohl schon ein paar Mal kopiert. Die nenne ich mal Tab Fahrtkosten oder Benzinkosten, ja, damit die hier einen Namen bekommt. Ich drücke die auch ein bisschen nach unten, weil ich habe ja vor, hier noch ein bisschen Logos und so weiter drüber zu packen und Übersichten. Das heißt, ich markiere die Zeile 6 und drücke, ja, sagen wir mal viermal Steuerung plus 1, 2, 3, 4 und drücke die Liste damit nach unten. Ich möchte aber, wenn ich jetzt scrolle, den oberen Teil immer sehen. Das heißt, ich klicke hier in die Zelle, klicke auf Ansicht, auf ja, Fenster fixieren, dort Fenster fixieren und dann bleibt alles ab dieser Stelle stehen. So, den Teil, den schiebe ich einfach mal mit der Maus hierhin, dass er mit einer freien Zeile zur Tabelle über der Liste schwebt. Ja, und dann fange ich mal an, hier erstmal zu rechnen. Die Fahrleistung seit Start, das ist doch einfach die Summe der Fahrleistungen hier. Das heißt, ich könnte einfach die Summe nehmen, die Summe, um hier die Summe hier auszurechnen. Würde ich aber filtern, Summe nimmt auch die Werte, die nicht gefiltert, also die weggefiltert sind. Von daher nehme ich mal Aggregat. Aggregat ist auch mit dem Parameter 9 auch eine Summe und sollte irgendwas fehlerhaft sein, soll er diese Fehler ignorieren und ausgeblendetes soll er auch ignorieren. Ich nehme mal den Teil 3. So, und da soll er mir diese Werte hier, Fahrleistung, die soll er mir summieren. Da komme ich in Summe auf 6377. Ich markiere mal hier 6377, steht auch in der Statuszeile. Und wenn ich mal was filtere, zum Beispiel nur einen bestimmten Monat mir anzeigen lasse, warum auch immer, den September, dann sehe ich mit Aggregat jetzt gerade hier die neue Summe passend zu den gefilterten Daten. Deshalb nehme ich nicht Summe, nehme ich Aggregat. So, Kosten seit dem ersten Tanken, da könnte ich natürlich einfach die Kostenspalte nehmen. Auch hier Aggregat 9, 3. So, und jetzt die Spalte Kosten. Das ist ja die Tabelle Fahrtkosten. Klick, klick. Und dann mache ich die eckige Klammer auf. Und da kann ich auch die Kosten auswählen. Kosten, drücke Tab, mache die eckige Klammer zu und schließe die Klammer. Also ich muss das nicht mit der Maus markieren. Das hier ist Euro, Steuerung, Großschreibtaste 4. Und Fahrleistung seit Start ist Kilometer. Da hole ich mir auch mal das Kilometer später. Liter getankt ist genau das gleiche. Das heißt, ich könnte die Formel auch einfach nach unten kopieren. So. Und ja, da brauchte ich nichts mit Dollarzeichen schützen. Ich habe ja hier eine Tabelle. Und ich möchte natürlich nicht die Kosten haben. Ich möchte die Liter. Ich drücke mal ein L und dann sehe ich schon Liter getankt. Klick, klick, und da habe ich die Spalte Liter getankt. Das heißt, ich weiß jetzt, wie viele Liter ich getankt habe, wie viel mich das gekostet hat. Das kann ich hier ablesen. Also kann ich auch einen durchschnittlichen Literpreis errechnen, indem ich einfach hier dieses Feld, wie viele Liter
wie viel Kosten habe ich gehabt und wie viel Liter habe ich getankt. Na, da muss natürlich das Euro weg hier. Das hat mich irritiert. Steuerung, Großschreibtaste, sechsmal das Format gelöscht. Das ist ein Literpreis. Die Fahrleistung pro Liter. Ja, da wird es jetzt ein bisschen spannender. Da ich das Ganze ja pro Liter haben möchte, nehme ich einfach die Fahrleistung und teile durch die Liter. Das heißt, in meiner Rechnung gucke ich hier, was bei Fahrleistung steht, und teile durch die Liter. So, da ich das jetzt hier mit Aggregat gestaltet habe und jetzt hier die Monate natürlich mir anschauen kann, sehe ich auch jeweils, weil die Formeln sich irgendwann neu berechnen, wie die Fahrleistung sich vielleicht im Laufe der Zeit ja verändert hat, wie sich die Durchschnittspreise verändert haben. Ja, die ganzen Werte werden hier neu ermittelt auf Basis meines Filters. Da es hier natürlich Monatsüberschneidungen gibt und ich nicht immer am ersten eines Monats tanke, ist das natürlich ein bisschen unscharf. So, jetzt die Kosten. Das mache ich mal rechtsbündig hier. Das ist ja gerade hier alles linksbündig. Ich mache das mal rechtsbündig, dass der Text nach links fließt. Klick mal auf Start, auf rechtsbündig. Das mache ich hier auch. Ach, das habe ich schon gemacht. Rechtsbündig. So, Fahrleistung pro Liter. Das wären dann in Kilometern. Jetzt die Kosten pro 100 Kilometer. Dafür brauche ich aber den Verbrauch auf 100 Kilometer, das heißt, ich nehme einmal die Zahl 100, teile durch meine Fahrleistung pro Liter, wie viele Kilometer schaffe ich pro Liter, dann weiß ich auch, wie viele Liter ich auf 100 Kilometer brauche und hier muss lediglich noch einmal der Preis, der Literpreis mal den Kilometern genommen werden, die ich pro 100 Kilometer benötige. Auf 100 Kilometer brauche ich so viel Liter. Und sehe, für 9,84 Euro komme ich hier im Schnitt weg, wenn ich also hier den Schnitt über alle gefahrenen Kilometer mir anschaue. Das heißt, ich habe hier ja auf die Summen zurückgegriffen, nicht auf die Einzeltankbestände. Und ja, das sollte jetzt eigentlich eine solide Statistik sein, hoffe ich. Wer Fehler findet, darf sie gerne in die Kommentare packen, werde ich sofort korrigieren hier. So, Liter getankt ist das hier. Wie viel Liter brauche ich auf 100 Kilometer? Ich drücke mal Steuerung, ist dieser Wert hier. Drück mal Steuerung 1, Zahl, zwei Nachkommastellen, Benutzer definiert, packt ein L hinter, in Anführungszeichen und auch hier bei Kilometern hier und Verbrauch, hier Fahrleistung, da hätte ich gerne und Tachostand auch, da hätte ich gerne noch Kilometer angezeigt. Vielleicht mit einer Nachkommastelle, Steuerung 1 gedrückt und dann Kilometer. So. Okay. Ja, den ganzen oberen Teil hier, den habe ich bei meinem Ausdruck immer sichtbar gehabt. Das heißt, ich markiere einfach diesen Teil hier. Mache ich gleich. Der soll auf jeder Seite, wenn ich später drucke, sichtbar sein. Dafür wechsle ich ins Seitenlayout. Dort sage ich erstmal, meine Druckausrichtung ist im Querformat, wenn ich drucken würde. Ne, jetzt sehe ich auch, ah, das läuft hier bis zum Rand dieser Seite. Und wenn ich drucke, dann klicke ich hier bei Seitenlayout auf Drucktitel. Dann möchte ich die Wiederholungszeilen oben haben, nämlich diese hier. Die sollen auf jeder Seite oben wiederholt werden. Ich klicke mal auf OK. Das heißt, wenn hier ein Logo eingebettet wird, irgendein Symbol, ich könnte ja mal einfach was zeichnen, als wäre das euer Firmenlogo oder Familienwappen. Ja, das könnte natürlich hier platziert sein. Ich drücke mal dabei die Alt-Taste und dabei dockt so eine Form hier an den Kanten der Zellen an. An den Ecken der Zellen liegt hier also sauber entsprechend auf dem Objekt. So, das Ganze noch halbwegs passend. Na, warum kriegt denn das so eine komische Farbe, obwohl ich da oben hier grün auswähle? Na, ja, vielleicht werde ich farbenblind. So, hier, das färbe ich natürlich noch ein bisschen, mache das ein bisschen hübscher. Das heißt, hier
Und mit Steuerung hier vielleicht dunkelgrün. Die hole ich mir vielleicht bei den Zellenformatvorlagen. Doch Vorsicht, die sind vielleicht noch anders hinterlegt, formatiert. Ja, das hier auch. Ja, mal gucken, was mit meinen Zellformaten passiert. Ja, bleiben erhalten. Super. Kann ich also so lassen. Die Überschriftenzeile hier der Tabelle mache ich ein bisschen höher. Markiere die alle. Klicke auf Textumbruch. Klicke auf Oben ausrichten. Und ja, schau jetzt natürlich, dass das so halbwegs passt. Vielleicht setze ich die alle mittig und mache hier diese beiden Spalten vielleicht noch gleich breit. Ja, dass das hier mittig drüber schwebt. Das ein bisschen breiter. Das ein bisschen breiter. Das ist hier nicht so hässliche Überschneidung mit dem Filtersymbol gibt. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Moment, was ist denn da mit meiner Form? Das sieht irgendwie komisch aus hier. Ah, das war nur ein Grafikfehler. So, nochmal gezeichnet. Eine Form. So, das wäre jetzt das Logo mit gedrückter Alt-Taste. Grün gefärbt. Komisch. So, jetzt einmal verschoben. Jetzt ist auch richtig grün. Ja, hier oben vielleicht noch was drüber schreiben, um was es sich handelt. Das sind ja die Treibstoffkosten. Ja, könnte ich hier in einer etwas höheren Zelle entsprechend einfärben. Treibstoffkosten reinschreiben, weiße Schrift auf grünem Grund. Könnte das hier mittig drüber bringen, doch wenn ich markiere mehrere und das mittig stelle, versuche ich immer diesen Schalter verbinden und zentrieren normalerweise zu vermeiden. Ich stelle das mal mittig hier rein, mache es ein bisschen größer. Hier vielleicht noch, welches Fahrzeug ist das? Ich versuche das immer zu vermeiden mit verbinden und zentrieren. Ich klicke den Schalter mal weg. Ich markiere diese Zellen, klicke auf Ausrichtung hier auf diesen kleinen Pfeil, auf diese kleine Ecke und dort wähle ich stattdessen immer bei horizontal über Auswahl zentrieren. Damit sind die Zellen nicht verbunden, aber der Text steht trotzdem mittig. Das heißt, ich könnte jetzt dieses Format auch kopieren, hier hinten rein und da vielleicht Fahrzeug 11 reinschreiben. Dann ist das hier auch mittig hier drüber. Es steht nur hier vorne, aber es sind noch Einzelzellen. Es sind keine verbundenen Zellen. So, das hier oben, was ich da auch immer reinschreiben mag, könnt ihr auch kleiner machen. Das hier oben ist einfach nur ein bisschen Deko. Die Gitternetzlinien vielleicht noch entfernt mit Ansicht Gitternetzlinien. So, und dann habe ich eine Liste. Hier ist das Logo, wie man sieht. Hier habe ich jetzt eine Liste, die ich weiter pflegen kann, wo ich scrollen kann, wo ich filtern kann. Ja, vielleicht mal die Kilometerstände hervorheben lassen kann, die eine gewisse Marke überschreiten, ja, dass ich sage, zeig mir mal alles an, was größer als so und so ist. Vielleicht packe ich dann noch die Info rein, wer war der Fahrer? Wer hat das Fahrzeug bei ja, welchen Touren, aber das sehe ich ja im Fahrtenbuch normalerweise, wer hat das Fahrzeug benutzt? Ja, und jetzt gucke ich mir nochmal den Druck an, Steuerung P. Das sieht doch schon mal ganz sauber aus, sind aber gerade zwei Seiten. Ah, da ist ein bisschen Linie auf die nächste Seite gekommen. Also da stelle ich auf alle Fälle noch ein, bei der Skalierung unten links hier alles auf eine Seitenbreite quetschen. Also, dass alles so schmal gezogen wird, dass es auf eine Seite passt, natürlich mehrere Seiten hoch sein könnte. Und zu guter Letzt, ja, wechsle ich ganz unten in die mittlere Schaltfläche, in die Seitenlayout-Ansicht. Ja, ist nicht kompatibel, sagt er. Dann nimmt er für die Fixierung raus. Und pack hier unten die Seitenzahlen rein. Seitenzahl, Schrägstrich, Gesamtseitenzahl. Dann sehe ich da Seite 1 von 2, 2 von 2. Und vielleicht hier noch ein, ja, Benzinverbrauch, Treibstoffverbrauch. Einen kleinen Text. Gehe wieder zurück in meine Normalansicht. Unten die linke Schaltfläche. Na, ich muss auch erst in die Tabelle zurückklicken. In die linke Schaltfläche. Fixiere das nochmal. Also diese beiden Ansichten mögen sich nicht. Fenster fixieren.
Ja, und dann habe ich für meinen Ausdruck, wenn ich Steuerung P drücke, hier theoretisch ja eine endlos laufende Liste, die ich sauber ausdrucken kann, wo ich auch natürlich in der Fußzeile noch ein Unterschriftenfeld, ne, dass man das gesehen hat, dass man das abgegeben hat, im Büro einfügen könnte. Grafische Auswertungen hierzu wären natürlich auch noch möglich. Also wenn ich so eine Statistik habe, einfach mal so ein Verlauf, bei welchem Kilometerstand wurde getankt und hier dann noch die Durchschnittspreise oder den Durchschnittsverbrauch zusätzlich mit angeben zu lassen. Sowas ist auf Basis der Tabelle natürlich möglich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß beim Tanken und ja, bis zum nächsten Video.